Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil bei der Story von Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Ich bin von Neue Gameplays als Hobby und spiele den Mario in dieser Welt. Und wir müssen jetzt zum Schneeberg. Dafür sind wir ja schon hier beim Schneebergbahnhof, wie man sieht. Und holen uns den dritten Machtstein, wenn wir den finden. Langsam fallen mir keine imitierenden Stimmen mehr ein, als lese ich das einfach nur normal vor. Hier fährt der Zug zum Schneeberg ab, aber ihr könnt gerade nicht einsteigen. Huch, warum denn nicht? Weil eine Horde von Shy Guys vom Berg heruntergekommen ist und die Kontrolle über den Zug an sich gerissen hat. Wenn wir diese Shy Guys loswerden würden, könnten wir wie geplant auf den Berg fahren. Du hast gehört, was sie gesagt hat, Mario. Lass uns diese Shy Guys verjagen. Ach, eine Sache. Für Eisenbahnwaggons sind Spezialschläge absolut überdimensioniert. Lass in dieser Partie lieber die Finger davon. Okay. Verjage die Shy Guys, die den Zug in Beschlag genommen haben. Na super. Das heißt, da muss ich die übertreffen. Okay, noch mehr. Ich würde sagen, die nerven. Scheiße. Jawohl. War wieder zu früh. Wieso zu früh? Oh, wieso treffe ich die auch überhaupt nicht? Na toll. Du nett, mein Freund. So. Ich hab noch einen Schläger, scheiße. Nein! K.O. Oh, das ist echt mies hier. Okay, meine Freundin hat geschrieben. Sie ist jetzt auf der Arbeit, alles klar. Sie hat mal wieder Nachtschicht. So. Shy Guys sind wirklich sehr schnell, aber sie bewegen sich eindeutig in ganz bestimmten Mustern. Niemals aufgeben, Mario, du musst hier gewinnen. Also noch einmal.
Huch, da war ja schon ein Ball. Oh, jetzt kommt der Mist schon wieder. Nein! Diesmal stimmt's von der Zeit her fast. Nein! Nein! Geht doch. Geschafft. It's me, Mario. In Tennis, Eises. Level 15 und Gemeinheit wieder ein bisschen plus. Ich sehe zwar, dass ich ständig was plus kriege, aber wenn ich dann immer wieder nach dem nächsten Level up die Statistik so sehe, sieht es immer so aus, als hätte sich niemals was erhöht. Hurra, weg sind sie, die Schallgeis. Das wurde ja auch höchste Eisenbahn. Jetzt kann der Zug endlich wieder fahren. Am Fuß des Schneebergs ist noch ein kleines Dorf. Wenn man das passiert hat, hat man es nicht mehr weit bis zum Gipfel. Alles einsteigen! Na dann, steigen wir mal ein. Schneeberg, komisch, der Zug fährt wohl nicht weiter hinauf. Lass uns fragen, was los ist. Entschuldigung, der Zug ist stehen geblieben. Ist alles in Ordnung? Oh, das ist eine unglaubliche Sache. Genaues wissen wir nicht, aber irgendetwas scheint da oben gegangen zu sein. Deshalb wollen wir erstmal abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Versucht ihr beide auf den Schneebergipfel zu gelangen? Ein Shy Guy! Nur keine Panik! Keine Panik! Das soll wohl ja heißen. Hört mal, wenn mich einer von euch in einer Partie Tennis schlägt, erzähle ich, was auf dem Schneebergipfel vor sich geht. Ja, solange wir die Sache nicht regeln, fährt wohl auch der Zug nicht. Also haben wir nur eine Wahl. Du musst diesen Schallgeil besiegen. Bald die Reise in gutem Auge und besiege Schallgeil. 1-1. Die Reise? Was soll denn der Mist jetzt? Was sollen denn die ganzen Reisenden hier im Weg? Ja.
Die Reisenden sollten mal wegbleiben hier. Immerhin spielen hier gerade zwei Leute Tennis. Aber lustig ist es. Auf ein neues. Haha. Yeah, yeah. Ich hab Spiegel, ich hab Spiegel, ich hab Spiegel. Tschüss. Yeah, und ich will wieder abhauen. Tschüss, tschüss. Kein Zapf genug. Wow! Ha! Yeah, wo geht's in die Richtung hin? Hallo! Hallo Toad! Ersatzball! Ersatzball! Oh. Nein! Yay! Glückstrainer oder so. So, ich bin wieder am Zug. Zweiter Satz. Wo wollt ihr hin? Ich komm mit. Jawoll! Oh, schon gewonnen. Okay. Einmal Aufschlag haben wir wohl noch. Oh, das war wohl nichts. Auf Schallgeil, zeig, was du kannst. Körpertreffer wollte ich eigentlich nicht. Oh. Na toll. Und meine Energie ist langsam leer. Okay, geht doch. Matchball.
Geht doch. Matschball. Matschball. Spielsatz und Sieg. Geht doch. Hey. Mal mit Spezialschlag. Level 16. Lauftempo wurde wieder etwas erhöht, das ist gut. Lauftempo ist immer wichtig. Verflixt gegen so hohe Tenniskunst bringt es auch nichts, wenn man seine Helferlein hat. Shy Guy, nun also zu deinem Versprechen. Was tut sich da auf dem Gipfel des Schneebergs? Da oben ist eine Art Ausgrabungsstätte. Ich habe da eine schöne Schatztruhe gesehen, aber wegen eines Schneesturms musste ich leider abhauen. Eine Schatztruhe? Da muss doch der nächste Wachschein drin sein. Schnell mache, auf zum Gipfel! Ja! Aber seid vorsichtig, einer meiner Artgenossen hat mir berichtet, dass er dort während eines Schneesturms einen Eisgolem gesehen hat. Ein Eisgolem? Das klingt ja abscheulich. Finde ich auch. Daher auch der Plan, der Zug zu entführen und gemeinsam die anderen aus dem Eis zu befreien. Schalker ist halt schließlich zusammen. Ich scheine mir gut gerüstet zu sein. Könntet ihr euch auf den Gipfel genau umsehen? Bitte! Aber sicher. Was haben wir denn hier erstmal? Bahnhofsvorplatz. Na, auf dem Bahnhofsvorplatz trainieren ein paar Schalke als Tennis. Mario, Toad, ihr kommt wie gerufen. Ich hätte nämlich eine Bitte. Die Schalkers möchten uns so stark verbessern, dass wir unseren Kameraden helfen können. Mario, du bist ein richtig guter Spieler. Wir würden deine Technik gerne aus nächster Nähe studieren. Das ist noch nicht so viel verlangt, oder? Prima, vielen Dank. Du musst einfach nur die Bälle zurückschlagen, die in deine Hälfte geflogen kommen. Und zwar so, dass ich sie unmöglich erreichen kann. Wenn du den Ball nicht erwischst oder so schlecht spazierst, dass ich ihn zurückschlagen kann, werte ich das als Fehlversuch. Ach, sowas schon wieder. Also legen wir los. Spiele 15 Spiele, an die ich nicht herankomme. Und denk dran, beim dritten Fehlversuch ist Schicht im Schacht. Keine Sorge, du wirst starren, wie gut Mario mittlerweile geworden ist. Schauen wir mal. Perfekte Schläge, fortgeschrittene. Nein! Ja, so wird es aber nichts scheiger, wenn du da nur doof rumstehst. Schon wieder zu früh. Wow.
Wieder zu früh, ich krieg Kotzen. Mist! Nein! Du Penner! Geschafft. Geht doch. Und wir sind jetzt bei 21 Minuten. Das heißt, das war's wieder mit der Folge. Schlaghärte. Ist stärker geworden. Okay, damit würde ich mal sagen, Mario's vor Platz geschafft. Spitzenmäßig, Mario. Wusste ich doch, dass du uns weiterhelfen kannst, Mario. Wir haben viel von dir gelernt und sind jetzt hochmotiviert, dein Können nachzueifern. Sah aber irgendwie nicht danach aus. So, Speichervorgang und das war's für diesen Teil mit dem 6. Teil der Story von Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nür, Gameplays als Hobby und bitte euch dabei, falls es euch gefallen hat, mir ein Däumchen dazulassen. Falls ihr nichts verpassen wollt von Mario Tennis Aces, dann noch ein Abo dazulassen. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play oder beim nächsten Teil. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß.